Fahrzeugbremsen treten in unterschiedlichen Bauformen auf. Eines haben aber alle gemein. Sie sind ein Verschleißteil. Deshalb müssen je nach Fahrweise und Einsatzbereich einzelne Bremskomponenten nach einer gewissen Laufleistung getauscht werden. Hier zeigen wir Ihnen am Beispiel einer Faustsattelbremse, wie Sie den Austausch der verschiedenen Komponenten mit Hilfe der entsprechenden Produkte von Liquimoli einfach und sicher durchführen können. Heben Sie das Fahrzeug an und nehmen Sie das Rad an der entsprechenden Bremse ab. Beachten Sie dabei, Bremsbeläge und Bremsscheiben immer achsweise zu tauschen, um eine ungleiche Bremswirkung zu vermeiden. Falls vorhanden, entfernen Sie nun die Haltespange vom Bremssattel sowie die Staubschutzkappen von den Führungsstiften am Bremssattel. Demontieren Sie anschließend komplett die Führungsbolzen. Der Bremssattel ist nun frei und kann vom Bremssattelträger getrennt und beiseite gelegt werden. Achten Sie dabei darauf, dass der Bremssattel nicht herunterfällt, um Beschädigungen an der Bremsleitung zu vermeiden. Entfernen Sie anschließend die Bremsbeläge und demontieren Sie den Bremssattelträger. Um die Bremsscheibe abzunehmen, lösen und entfernen Sie die Fixierschraube und halten Sie die Bremsscheibe fest. Drücken Sie dann den Bremskolben zurück. Sprühen Sie nun den Bremssattelträger und die Radnabe mit dem Schnellreiniger von Liquimoli ein. Anschließend können Sie die Teile mit einer Drahtbürste leicht vom restlichen Rost und Schmutz befreien. Gleiches gilt für das alte Fett und Rückstände an den vorher entfernten Führungsstiften. Tragen Sie anschließend eine dünne Schicht Bremsen-Anti-Quietsch-Spray auf den Flansch der Radnabe auf. Geben Sie dann die Bremsen-Anti-Quietsch-Paste auf die Aufstandsflächen der Bremsbeläge und Bremssattelträger. Bei Bremsbelägen ohne rückseitige Beschichtung kann die gesamte Fläche mit Bremsen-Anti-Quietsch-Paste behandelt werden. Lästige Quietschgeräusche haben so keine Chance mehr. Um die Führungsbolzen zu schmieren, verwenden Sie unser Bremsenführungsstiftefett. Damit werden die Bolzen leichtgängig gehalten und etwaige Geräuschbildung durch Vibration gedämpft. Nachdem Sie alle alten Bauteile entfernt und gereinigt bzw. die Neuteile geschmiert haben, montieren Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge. Stecken Sie zuerst die Bremsscheibe auf die Radnabe und fixieren Sie diese. Tragen Sie dann auf die Gewinde der Halteschrauben des Bremssattelträgers Schraubensicherung mittelfest auf, um ungewolltes Schraubenlösen zu verhindern. Befestigen Sie den Bremssattelträger an der entsprechenden Aufnahme und ziehen Sie die Schrauben mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmoment fest. Setzen Sie nun die Bremsbeläge ein. Achten Sie dabei auf etwaige Unterschiede der Bremsbeläge. Schieben Sie dann den Bremssattel über die Bremsscheibe. Tragen Sie auch auf die Halteschrauben des Bremssattels Schraubensicherung mittelfest auf und ziehen Sie diese im Anschluss mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmoment fest. Befestigen Sie zum Abschluss die Haltespange des Bremssattels. Um das Rad bei der nächsten Demontage leichter ablösen zu können, empfehlen wir, Liquimoli Radnabenpaste auf die Radnabe aufzubringen. Montieren Sie danach das Rad, lassen Sie das Fahrzeug wieder ab und ziehen Sie die Radschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest. Die Montage ist nun abgeschlossen. Bevor Sie das Fahrzeug bewegen, vergewissern Sie sich über die korrekte Funktion der Bremsanlage. Betätigen Sie hierzu mehrmals das Bremspedal, bis sich ein spürbarer Widerstand aufbaut. Prüfen Sie anschließend den Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Diese sollte sich zwischen Minimum und Maximum befinden. Die korrekte Funktion der Bremsanlage ist nun wiederhergestellt und das Fahrzeug verfügt über eine sichere Bremswirkung.